Herzlich willkommen in unserem Bereich 42. Mein Name ist Christian Herrlein. Mein Name ist Benjamin Burkhardt. Und heute geht es um die Ansoff-Matrix. Benjamin, was bedeutet das? Ja, die Ansoff-Matrix ist ein sehr wichtiges Instrument bei der Bestimmung der Marketing- und Unternehmensstrategie und hilft einem Unternehmen bei der Identifikation und Auswahl von möglichen Wachstumsstrategien. Das hört sich gut an. Wachsen wollen ja die meisten Unternehmen. Mithilfe der Ansoff-Matrix oder auch Produkt-Markt-Matrix genannt, können Unternehmen Wachstumsstrategien entwickeln. Hierbei bedient sie sich zweier Dimensionen, zum einen der Produktdimension und zum anderen der Marktdimension. Und durch die Darstellung in vier Feldern wird das Zusammenspiel der beiden Dimensionen verdeutlicht. Okay, daraus ergeben sich also vier verschiedene Wachstumsstrategien. Genau so ist es. Und Wachstumsstrategie Nummer 1 ist die der Marktdurchdringung. Diese wenden Unternehmen an, wenn sie mit bestehenden Produkten in bestehenden Märkten wachsen möchten. Also zum Beispiel neue Kunden gewinnen möchten oder bei bestehenden Kunden mehr Produkte verkaufen möchten. Okay, dann ist die Marktdurchdringungsstrategie also für Unternehmen geeignet, die noch keinen so großen Marktanteil haben oder aber die sich in wachsenden Märkten befinden. Welche Wachstumsstrategien gibt es denn noch, Benjamin? Wachstumsstrategie Nummer 2 ist die der Marktentwicklung. Diese wird angewendet, wenn Unternehmen mit bestehenden Produkten in neuen Märkten wachsen möchten. Dies geschieht zum Beispiel, indem sie für ihre bestehenden Produkte neue Zielgruppen erschließen oder in neue Länder expandieren möchten. Ein Beispiel für eine neue Zielgruppe wäre dann also, wenn eine Brauerei ihr alkoholfreies Bier anstatt wie bisher an vorsichtige Autofahrer, zum Beispiel auch gezielt an Sportler als Sportgetränk verkaufen möchte. Zum Beispiel. Wachstumsstrategie Nummer 3 ist schließlich die der Produktentwicklung. Diese wenden Unternehmen an, wenn sie mit neuen Produkten in bestehenden Märkten wachsen möchten. Dies geschieht zum Beispiel durch Produktvariationen oder komplette Produktinnovationen. Also wenn zum Beispiel eine Softwarefirma eine neue Version ihres bisherigen Produktes auf den Markt bringt, die neue Funktionen hat und die mehr Geld kostet, oder wenn ein Hersteller von Herren-Nassrasierern ein neues Modell mit mehr Klingen auf den Markt bringt. Was ist denn Wachstumsstrategie Nummer 4? Wachstumsstrategie Nummer 4 ist ein bisschen die Königsdisziplin, denn diese kombiniert die Produktentwicklung mit der Marktentwicklung und nennt sich Diversifikation. Und bei der Diversifikation geht es darum, mit neuen Produkten in neuen Märkten zu wachsen. Ah, das stelle ich mir in der Tat sehr interessant vor. Ein Beispiel wäre, wenn dieser Hersteller von Herren-Nassrasierern jetzt plötzlich auch Damenrasierer verkaufen möchte und dazu ein neues Produkt auch an Frauen verkaufen will. Genau. Okay, dann bietet uns die Ansoff-Matrix also vier verschiedene Wachstumsstrategien für Unternehmen und jedes Unternehmen muss sich jetzt überlegen, welche der Wachstumsstrategien es verfolgen möchte. Jede dieser Wachstumsstrategien hat ganz eigene Risiken und stellt ganz unterschiedliche Voraussetzungen an das Unternehmen und an die Marktbearbeitung. Deshalb sollte jedes Unternehmen systematisch seine Ausgangssituation betrachten und sich gut überlegen, welche der Wachstumsstrategien es verfolgen möchte.